Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem Mittwoch, dem 12. Mai 2021. Es ist mal wieder Cassie Mendoza Time und die steht auch gleich hier hinter mir und wir werden gleich gucken, was sie im Angebot hat diese Woche. Kurz wie immer an dieser Stelle der Hinweis für alle, die neu bei The Division 2 / bei Ü40 zocken sind. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die geheime Waffenhändlerin Cassie Mendoza findet, dann schaut unten in die Videobeschreibung. Dort werdet ihr zwei Links finden zu Videos, in denen ich genau erkläre, wie ihr den Standort von Cassie Mendoza aufdeckt und was ihr dazu alles wissen müsst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist sie schon. Und es geht gleich mal los mit der Bakers Dutzend. Ein Gewehr, das sehr viele Player über einen sehr langen Zeitraum, ja, fast schon, sagen wir mal, vergöttert haben. Wir haben einen Grundschaden von 205.000, dann haben wir 13,1% Gewehrschaden drauf, 12% Schaden durch kritische Treffer und 13% Wechseltempo. Und dann haben wir natürlich das unvergleichliche Talent perfekter Glückstreffer. Die Magazinkapazität wird um 30% erhöht. Fehlschüsse aus der Deckung haben eine Chance von 100% ins Magazin zurückzukehren. Das heißt, definitiv zu dem relativ hohen Schaden kommt noch hinzu, dass wir damit auch relativ lang schießen können, bevor uns die Munition ausgeht. Vorausgesetzt ist natürlich, wir schießen aus der Deckung raus und ein paar Mal daneben. Okay, das war die Bakers Dutzend. Dann haben wir als nächstes eine Weste, die für Leute, die mit Schrot finden und ein bisschen tanky-mäßig unterwegs sind, recht interessant sein könnte. Und zwar ist das die Weste von der Firma Badger Tough namens Scheißegal. Ja, da haben sie sich was dabei gedacht, gell? Wir haben einen Bonus von 10% Schrotflintenschaden bei einem angelegten Badger Tough. Bei zwei angelegten haben wir nochmal 5% Rüstung und bei drei angelegten haben wir nochmal 10% Rüstung durch Kills. Das heißt, hier sieht man schon, Badger Tough ist auf Tanks oder halt ja Leute ausgelegt, die durch Kills auch ein bisschen Rüstung verdienen wollen. Am besten natürlich mit der Schrotflinte. Was haben wir denn für Werte? Wir haben ein Kernattribut von 170.000 Rüstung voll. Dann haben wir 8,9% Sprengsatzwiderstand. Sprengsatzwiderstand ist gar nicht so unwichtig. Viele Leute denken, Sprengsatzwiderstand, naja. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie oft man von Granatwerfern oder Leuten mit Handgranaten etc. angegriffen wird, ist das gar kein so schlechtes Attribut. Wie gesagt, hier haben wir 8,9% Sprengsatzwiderstand drauf und 13.000 und ein paar zerquetschte Lebensenergie, neben natürlich einem leeren Ausstattungsmodplatz. Als Talent haben wir perfekte Unverwüstlichkeit und das ist auch recht interessant. Ist Ihre Rüstung verbraucht, werden 100% der Rüstung wiederhergestellt. Danach haben wir einen Cooldown von 55 Sekunden, bevor das wieder passieren kann. Aber das ist eine recht interessante Weste und die werde ich mir jetzt auch gleich mal kaufen. Ja, you're welcome. So, dann haben wir wieder den guten alten Bekannten, die Schildsplitterer. Da muss ich nicht mehr allzu viel dazu sagen. Wir haben wie immer den Grundschaden von 45.000. Dann haben wir plus 15% Sturmgewehrschaden, diesmal auf Maximum, 14,5 Lebensenergieschaden und 9% Magazingröße. Hier würde ich was anderes draufrollen. Und als Talent haben wir natürlich den perfekten Optimist. Da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Ich habe eine ganze Weile lang quasi den Schaden, der durch den perfekten Optimist quasi ausgeteilt wird, falsch dargestellt. Einer meiner Viewer hat mich darauf hingewiesen, in, ich glaube, entweder meinem letzten oder vorletzten Cassie Mendoza Video. Vielen Dank dafür. Du hast natürlich vollkommen recht. Der Waffenschaden erhöht sich um 4% für jeweils 10% Munition und nicht für 10 Kugeln. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel bei einem Magazin von 32, durch die 9% Magazingröße haben wir 32, aber da ja, der Rechenweg bleibt der gleiche. Das heißt, wenn wir die ersten 10% Kugeln verschossen haben, das wären in dem Fall 3/4 Kugeln, kriegen wir 4% Waffenschaden dazu, nach den nächsten 4 wieder 4% und so weiter. Hier hätten wir dann 8 mal 4% am Ende quasi. Roundabout, das sind jetzt alles ganz grob überschlagen, weil es ja auch um Dezimalstellen geht. Hier hätten wir aber also quasi am Ende, wenn das Magazin fast leer ist, so um die 32, sagen wir mal, lassen wir es bei 30% mehr Waffenschaden. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig. Na, auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis, wer auch immer du warst. Ich habe deinen Namen jetzt leider gerade nicht im Kopf, aber du weißt, wenn du gemeint bist. So, weiter geht's. Wir haben einen Ausrüstungsrahmen, also quasi einen Rucksack aus der aktivierten Direktive.
Und mit 13,3% Waffenschaden als Kernattribut, dann haben wir 7,6% Kopfschussschaden. Während über meinem Kopf einer der Eurofighters seinen Weg zieht. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber er ist auch schon wieder fast weg. So, als nächstes haben wir aus Dilemma des Verhandlungsführers die Highball-Rüstung mit Kernattribut 10,6% Waffenschaden, 6,5 Waffenhandling. Und ja, das war es dann auch schon aus dem Stürmerset noch die Handschuhe mit 11,3 Waffenschaden und 8 Sprengsatzwiderstand. Aus der Zukunftsinitiative die Knieschoner mit natürlich einem Fertigkeitenrang und 17,6% Reparaturfertigkeiten. So, Gießerei, Bollwerk, Amboss, den Werkzeuggürtel, sprich den Holster mit einer Rüstung von 145.888 und 3.735 Rüstungspunkte pro Sekunde Rüstungsregeneration. Passend dazu die Hitzemaske aus dem gleichen Set, dem Gießereibollwerk, auch rüstungslastig, natürlich 132.290 Rüstung, Kernattribut, 7,8% Sprengsatz Widerstand. Dann eins meiner, ja, nicht absolut Favorites, aber ich stehe ja voll auf die 249 Parataktik. Hier haben wir die M249B, das leichte Maschinengewehr, mit einem Grundschaden von 56.400. Kernattribut haben wir nur 12,4% LMG-Schaden, da ist noch ein bisschen was drin. Dann haben wir aber Maximum 12% Schaden gegen ungedeckte Ziele und 2,6% Feuerrate. Und als Talent nah und persönlich, das Töten eines Ziels aus maximal 7 Meter Entfernung verleiht plus 30% Waffenschaden für 10 Sekunden. Das ist jetzt nicht das idealste Talent für ein LMG, aber auch nicht das schlechteste, denn sagen wir mal ehrlich, also so wie in der Realität, dass man mit einem LMG oder einem MG mehr auf die weiteren Entfernungen kämpft, ist ja bei The Division nicht so der Fall. Also es kann schon mal sein, dass man mit dem LMG auch mehr in den Infight geht. Also von daher keine schlechte Waffe. Dann haben wir ein Scharfschützengewehr, die SR-1, die unbenannte Version. Die benannte Version ist ja der Schlagmann. Wir haben hier einen Gesamtschaden von 357.300 mit 8,9% Scharfschützengewehrschaden, 111% Kopfschussschaden im Maximum, 10% Stabilität und als Talent haben wir Erneuerung. Kopfschüsse gewähren 15 Sekunden lang plus 30% Fertigkeitenreparatur. Naja, so, Gruppo Sombra, die Umbra Panzerweste. Nicht ganz uninteressant. Gruppo Sombra ist keine schlechte Marke. Wir haben hier 15% Schaden durch kritische Treffer, durch Anlegen nur der Weste, beziehungsweise durch Anlegen von nur einem Teil der Gruppo Sombra-Geschichten. Dann hätten wir, wenn wir noch zwei Teile anlegen würden, nochmal 15% Explosionsschaden und 15% Kopfschussschaden drauf. Hier auf der Weste haben wir ein Kernattribut von 7,8% Waffenschaden, 10,2 Schaden durch kritische Treffer und ein Maximum von 10% Fertigkeitenschaden. Ja. Als Talent haben wir noch drauf Wechselmannschaft. Der letzte Gegner, dem sie Schaden zugefügt haben, wird markiert. Maskiert hätte ich jetzt fast gesagt. Fügt man diesem Gegner Waffenschaden zu, wird die Markierung entfernt und aktive Cooldowns verkürzen sich um 6 Sekunden. Cooldown 4 Sekunden. Ist interessant, wenn man sich mal damit befasst. Ist natürlich für ein Fertigkeitenbild ein eher interessantes Talent, aber was soll's. Hier bin ich ein bisschen zwiegespalten. Gruppo Sombra würde ich persönlich nicht so sehr mit Fertigkeiten zusammenbauen. Daher wäre dieser 10% Fertigkeitsschaden ja eher, ja, unnütz. Also hier sollte eher noch was Rotes mit drauf. Aber gut, was soll's. Jeder so, wie er will. Und als nächstes haben wir aus dem Wyvernware Set die Atemschutzmaske Maxilam. Ich habe jetzt, glaube ich, sehe, ich erkenne jetzt gerade, dass ich seit wie lange ist das Spiel jetzt schon draußen? 3 Jahre fast? 2 Jahre? 2 Jahre, ein paar zerquetschte, ne? Dass ich da die ganze Zeit Atemschutzmaske Maximilian gelesen habe. Aber die heißt tatsächlich Maxilam. Wie auch immer, wir haben 10% Fertigkeitsschaden für ein angelegtes Teil. Bei 3 hätten wir plus 10% Statuseffekte und plus 20% Fertigkeitswerkzeit. Hier sieht man natürlich ganz klar, Wyvernware ist,
für Leute, die mit Techniker oder Taktiker in Anführungszeichen Style spielen wollen, eher geeignet. Wir haben einen Fertigkeitenrang drauf, dann haben wir nochmal 7,7% Fertigkeitenschaden drauf. Ich persönlich würde hier dann voll klatschen, nochmal die 10% Fertigkeitenschaden und noch ein Mod mit Fertigkeitenschaden drauf, dann ist das eine absolute Monstermaske. 16 Lebensenergie, 16.562, ja, passt jetzt nicht ganz so rein, aber kann man zur Not drauf lassen. Wir nähern uns dem Ende, wir sind schon fast am Ende. Wir haben noch zwei Items zum Vorstellen. Einmal haben wir das Verteidigungsprotokoll Widerstandsfähigkeit mit 8,7% Widerstand gegen Blind und Taub. Und für die Drohne haben wir noch einen Kohlefaserrahmen, der die Scanreichweite um 8,8% erhöht. Ja, ich glaube, die Maske nehme ich mir auch mal mit. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was Welche draus Weste nehmen? basteln. Die Weste nehme ich auch mit. Dass die gute Cassie überhaupt mal irgendwas ja, verkauft. So, also wie gesagt, die Scheißegal auf jeden Fall mitnehmen würde ich als gute Gelegenheit. Nicht unbedingt jetzt so ein Must-Buy. Ich meine, heute werden wieder massig Videos auftauchen von anderen Leuten, die im Thumbnail schon riesengroß Must-Buy of the Week und was weiß ich reinschreiben. Dem ist es nicht so, aber ich halte diese Weste doch für ausreichend interessant. Und für mich persönlich war dann noch die Maske in puncto Fertigkeiten Gedöns auch interessant. Appreciate the business. Und aus der Gruppe Sombra Panzerweste kann man sicherlich auch nochmal was machen. So, liebe Freunde, das war also Cassie Mendoza vom 12. Mai 2021. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht war ja für den einen oder anderen auch noch was dabei. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganze Sache so seht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bleibt gesund und viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal, euer Ü40.